Mein Computer meint, er hat besondere Ausrüstung lokalisiert. Schmeddes. Daniel. Episode 12 und wir sitzen mal wieder gemeinsam. Wow. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt und gedacht, wenn wir doch schon mal zusammenkommen, dann hauen wir doch direkt mal hier noch eine Episode raus. Richtig. Wo wir auch zusammen sitzen. Ja, Mann. Ist genial, oder? Ja, finde ich sehr gut. Ich dir permanent bei guten Taten Leckerchen geben kann und sowas. Ja, und wir hatten in Episode 11 zwei ominöse Anzeigen bekommen. Zum einen, meine ich, wäre es dieser Garten des Lebens gewesen, ne? Wo ist denn aber das Fragezeichen? Das Fragezeichen ist weg, weil das andere Fragezeichen ist gerade auch wieder neu gekommen in den Faserminen. Aber ich werde mich trotzdem jetzt mal zum Garten des Lebens begeben, denke ich. Großen Baumstumpf. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja diesen Impact Crater, also dieser Einschlagskrater oder dieser Tempel, der auf dem Einschlagskrater gebaut ist, angesehen, um herauszufinden oder vielmehr haben wir dadurch herausgefunden, dass es bestimmte Relikte gibt, die es zu finden gibt. 12 Stück an der Zahl. Ist das korrekt? Nee. Doch, das kann sein. Irgendwas so um die 10. An der Zahl insgesamt müssen gefunden werden, um einen Eingang innerhalb des Kraters zu bekommen. Wir kommen hier zur Hobbitek. Einfach immer weiter mit den Armen wedeln, dann kannst du immer weiter sprechen. Immer weiter artikulieren und meinen Achselschweiß im Raum verteilen. Den du noch von der Bevormittag 2.0 hast. Genau, weil heute war der Tag, wo auch die Mittagsshow war. Ja, und die hat uns mal wieder so lahmgelegt. Wir haben heute Nachmittag noch nichts geschafft. Das Gar ist jetzt nichts. Düster. Wir müssen uns hier mit Teelichtern genau. mit Schön. Licht versorgen. Ein schönes Kerzenlicht angemacht. Wenn nachher die Bude abfackelt, seid ihr live dabei. Wenn wir dann das Videomaterial gerettet bekommen. Schnitt. Nächste einen. Voll am Brennen. Ja, das wäre jetzt nicht so cool, aber was willst du machen? Und jetzt kann ich ja eigentlich auch ein bisschen mehr Game-Sound geben, oder? Wir haben das Mikro direkt in der Nase. Oh, ja, mach uns mal mach lauter, mal bisschen, also wir wollen auch mal was hören. Ein bisschen Atmosphäre wollen wir doch haben. Mit dem besten Soundtrack ever. Ja, yeah, baby. Wo ist der Pegel eigentlich so niedrig hier? So. Das ist auch was Ominöses. Beim Turm des Lichtes. Ja, komm, es ist jetzt Exploring Action schlechthin, weil wir uns ja mittlerweile unter Wasser bewegen können wie die Sau. Wir haben das Anti-Bendentium-Mittel gefunden, die Powerbombe. Haftigkeits-Bendentium. Ja. Das ist Wahnsinn, wie das abgeht, ne? Ja. Ich habe bei meinem Fernseher jetzt auch mal ein bisschen mehr Farbe reingedreht und jetzt gehen die Spiele noch mehr ab. Oh mein Gott. Das ist so krass an so Fernsehern oder an Bildschirmen, dass man irgendwie erst nach einem halben Jahr anfängt, wirklich die Einstellungen zu mal so richtig zu pimpen, weißt du? Ja. Ja, und ich dachte mir, hier, Strom musstest du nicht groß nachzahlen, kannst du auch jetzt ein bisschen mehr Power rausholen aus dem Fernseher. Ich meine, ich werde ja auch mir wahrscheinlich jetzt, wenn das Geld halt stimmt, von irgendeinem Geld, vom Urlaubsgeld oder was auch immer, ouch, ob ich mir dann nicht doch mal wieder einen neuen Fernseher erlaube, weil meiner macht ja leider sehr viel Schmier mittlerweile. Das ist nicht mehr so schön anzusehen. Ja. Warum sind diese Geister jetzt eigentlich hier? Ja, die Geister geistern hier rum durch die Ruinen. Die wollen einem das Leben versüßen. Weil nur Käfer schlachten ist ja langweilig. Da haben sich Retro-Studios gedacht. Also muss man sich jetzt mit Geistern anlegen, ja. Hier waren wir aber schon mal, ne? Mhm. Ist hier nicht dieser kleine Turm? Genau, richtig, wo ich die Raketen extra nochmal vorher gesammelt habe, weil ich angenommen habe, ich habe nicht genügend Raketen, um den Turm zu zerlegen. Das ist hier. Ach ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Da war unten Wasser. Na hier. Ah, ich bin in die Kerzen gekommen. Kerzen? Mit der V-Remote gerade. Weil die geben ja auch Infrarot ab. Ach so. Ja, stimmt, man kann ja anstellen. Yes! Wer sagt's denn? Guck mal, wie viele Teile sind's? Zähl mal. Das ist ein Schoso-Artefakt. 3, 6. Das ist ja wie bei Gehirnjogging. 11. Ich glaube, es waren 11. Ist das beim Gehirnjogging auch dabei, beim DSI XL, wo sich die Buchstaben so drehen und du die Wörter zusammensetzen musst? Ja, später wird's jetzt auch schwer, ne? Wo hast du das denn? Ja, das habe ich gesehen bei einer Arbeitskollegin, die an die 60 ist. 3, 6
und in der Mitte sind auch. Also 12. Hatte ich recht? Hatte ich recht. Du hattest recht. Siehst du? Wir haben ein Artefakt gefunden. Und wieder Palling. Artefakt. Artefakt. Ich glaube, wir machen heute Nacht nichts anderes mehr. Nee, wir spielen das jetzt einfach durch. Genau, so einfach ist das. Dann haben wir das gegessen. Ich gebe dir das Material komplett dem Mattis mit. Ja, und ich habe ja im Moment so Renderschwierigkeiten mit Mega Man. Ja, vielleicht klappt es bei Metroid ja genauso schlecht. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich hatte auch ein Getränk. So ein Mixed Energy Drink. Ja, da steht eine Wasserflasche. Da könnte ich hingreifen, wenn ich mal Durst habe. Das musst du mir ja dann aber anreichen. Jetzt wird es wieder dunkel und die Geister kommen. Ich gehe aber mal weiter. Lass dich nicht beirren. Genau. So. Jogging. Was ist da oben? Lava-Becken. Ach so, das ist die, das ist die Aktion, die wir nicht spoilern wollen. So, was haben wir hier? Das sind die Höhlen von Magma. Oh. Ich möchte aber wieder zur Taler- und Uberwelt. Oh, hier war doch noch was. Muss ich da hinten hin, ne? Wo kommen wir denn her? Da ist auch noch was. Wollt ihr was? Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt mal zum Sonnenhof. Ich weiß jetzt schon, wie die Episode heißt. Artifact Hunter. So. Artifact Hunter. Ich habe gerade Metroid Prime Pinball erstanden für den DS, genau wie du auch. Ja. Ja, gerade nicht, zwar gestern, aber... Ja, gerade halt. Hast du geschlafen? Aber das einzige Blöde ist halt jetzt können wir halt nicht mehr... Das können wir halt nicht auf dem neuen DS. Wir müssen den alten DS nehmen. Weil das... Oder wir können den alten DS nehmen. Also wir können auch den neuen nehmen, aber... Um das Rumble Pack zu nutzen, da das ja in den GBA-Slot kommt, muss man halt den alten nehmen. Boah, Dude, du bist heute so John Pütz, ey. Fassbar. Ja, ich habe einen Pilz getrunken. Wir sind ja hier ehrlich. Das ist ja nicht so hier wie bei Real-Life-Sendungen, wo gesagt wird, nein, wir nehmen keine Drogen. Oder ja, I do not have any sexual relationship. With that gerbil. Nein. With that woman. Ja. Und daher wird dann gesagt, ach übrigens hier, wir haben alles gefunden. Dann denkst du, ach ja, man kann es ja mal versuchen. Monika Lewinsky. Ich hatte dir eigentlich noch ein zweites angeboten, ne? Wo ist das denn? Kühlschrank. Ah, da ist es gut. Unterstes Fach. Ja, nee, ich will jetzt nicht hier. Also, nee, das muss jetzt nicht sein. Das muss nicht sein. Wie gesagt, wir bekennen uns dazu, aber es öffentlich zu frönen. Ne, wir übertreiben es ja auch nicht. Nee. Wir haben es doch schon 1000 Promille. Vielleicht überhaupt nicht mehr lebensfähig. Ich habe so einen Energy Drink Intus. Ihr wisst ja, was Energy Drinks mit mir anstellen. Ja, hier, ich habe hier einen in der Hand. Und wir sind schon wieder Geister. Und wie gesagt, ätzende Jingles, den es gibt, den mache ich vielleicht als Klingelton für. Für die Leute, die. Wenn mich mein Chef anruft. Ja, genau. Das wäre es doch. Das kann, das kommt aber mittlerweile auch nicht mehr jedes Handy, ne? Nee. Und ich glaube, irgendwie Nokia hat das eingeführt, dass du pro Kontakt einen anderen Jingle einführen kannst. What a hole. Komm her. Machen Sie das Licht wieder an. Fliegen Sie da oben lang. Ist noch einer hier? Anscheinend. Where are you? Steht wahrscheinlich hinterm Baum. Das ist da unten besser. Das ist da weggefadet. Ja, komm her, zeig dich. Das war da oben. Links stand der gerade. Hast du nicht in die Richtung geguckt? Der stand an der Tür da. Der steht immer noch an der Tür. Gott sei Dank. Du. Das Licht geht wieder an. Diese crazy sounds, ey. Ja. Das entschädigt alles. Das entschädigt auf jeden Fall alles. So, also wie gesagt, Dude. Wir haben keinen festen Anhaltspunkt oder wir haben ein paar Sensorsignale, aber wir sind auf keiner bestimmten Mission, sondern wir sind hier quasi... Ja, ich meine, also der konkrete Hinweis geht jetzt wieder zurück in die Phasonminen, von wo ich eigentlich gekommen bin. Anscheinend habe ich da was übersehen. Wo die komischen Pitbull-Leute waren. Diese... Hier, was haben wir hier? Pendentium. Ja, das ist normaler Sandstein. Hier waren wir aber schon mal, glaube ich. Ja, hier waren wir schon mal. Also auf dem anderen Safe Game waren wir hier schon mal. Da bin ich mir aber
Nein, auf dem Safe Game waren wir hier natürlich auch. Ach so, echt? Ach so, ach hier, so. Hier haben wir gegen Flagra gekämpft. Stimmt, stimmt. Aber mittlerweile ist hier was passiert. Es ist Waffen gegenüber unempfindlich, das Rankengeflecht. Das ist nicht gut. Und Bomben. Ich glaube, wir sind von der falschen Seite hier. Ah, Moment. Wie war das? Wo legt man denn nochmal die andere? B. Nee, das ist Aufladen. Ich bin gerade zu dumm, Sum. Unten? Auf dem Digipad oder so? Ja, natürlich. Die Tür geht auf. Aber die Ranken gehen nicht. Nee, wir müssen irgendwie von der anderen Seite an den Sonnenhof kommen. Ja, ich hätte es mir auch denken können. Ich wollte eigentlich auch zuerst lang. I'm sorry, guys. Autsch. Hab mich hochgeworfen. Auf den Kopf gesprungen. Ja. Das ist kein Super Mario, aber man kann es ja mal probieren. Ich erwähne es übrigens immer wieder gerne, aber nach Metroid und Luigi. Stehe ich drauf. Da war wieder Sandstein im Weg. Ich bin so schnell gekommen. Da müssen wir lang runterfallen lassen und unten rechts die Tür. Direkt rechts die Tür. Hinter dir. Ah, hinter dir. Back off, Pain. Bye, bye. Genau, das Beste, was man mit diesen Geistern machen kann, ist sie ignorieren. Das regt sie noch viel mehr auf. Ja. Wenn sie denken so, boah, jetzt geht's ab, ey. Ich mach dich voll Pimperle. Und dann, wo ist er hin? Where did you go? Where did you go? Open the door. Das spielt, also finde ich ganz schlimm zu spielen bei Rockband, den Song. Das Schlagzeug ist auch übel. Ja. Da hast du so Doppel- und Triple-Kicks und in the face. Ey, Triple-Kick in the face. Da müssen wir lang. Slang. Aber das ist da oben. Kommen wir da überhaupt hin? Nein. Ach Mist, ey. Da oben waren wir aber schon mal, weil da war ein Energieschrank. Ja, natürlich waren wir da schon mal. Ach, da kam man nach der Flagra hin, ne? Guck nochmal auf die Map. Lass uns die Map, guck mal, es gibt noch einen ganz äußeren Weg. Sprich, wenn du jetzt hier gerade ausläufst, könntest du ganz außen rumlaufen. Und dann in the ass from the Sonnenhof. Dann machen wir das doch! Meine Güte, Dude! Aber die Chozo-Ruinen sind natürlich das Schönste, was es gibt. Ich könnte schwören, man konnte die beim Cube-Teil nicht zerstören, egal was du gemacht hast. Ne? Das Spiel entschärft. Ja. Gott, Käfer. Wir reisen hier durch die Gegend. Das kennen wir alles aus älteren Episodes. Ich hätte gerne eine komplette Auflistung aller Räume hier und Episoden, in welchen wir diesen Raum betreten haben. Wer das schafft, innerhalb der nächsten 2 Stunden... Die Antworten bitte auf Daniels E-Mail-Adresse. Ja. Der bekommt 10 Gummipunkte. Oh. Wenn sich das nicht lohnt. Das ist, aber, das ist aber fair, ey. Kann ich dir sagen. Kannst du gleich deckeln. Entdeckeln. Entdeckeln, ja. Ja, für alle Leute, die bei der Postbank arbeiten, entdeckeln geht ab. Wow. Ist gerade gewachsen. Hat sich gefreut, mich zu sehen. Postbankgras. Ja. Ja, wir arbeiten bei der Postbank. Holy. Action. Das Spiel ist so gut. Die Szenen hatten wir auch im Video in der Top 10. Genau hier. Ja, wir hätten am liebsten den kompletten Spielinhalt in die Top 10 gepackt. Ja. Da geht's nach Magmor und da geht's dahin, wo wir hinwollen. Ha, im dritten Anlauf, weil hier ist Spider-Ball. Aber hier sind, glaube ich... Nein! Aber ich irgendwas weiß. Aktivieren. Ja, wir die sind wahrscheinlich hinter den Wespennesten. Was seid ihr denn wieder für Typen? Euch kennen wir schon. Nester. Rocket. Du warst im Weg. Du. Hast du das gesehen? Das ist alles so gemacht, damit du genau diesen Weg hier nimmst, ne? Ja.
Das ist so eine Design-Meisterleistung, so eine Planungsmeisterleistung dahinter. Das ist unfassbar. Einmal aktiviert. Ups, ist das Nest. Zweimal aktiviert. Kaputte Nest kannst du auch scannen. Ja, das kaputte Nest kannst du auch. Mach mal das kaputte Nest. Kriegst du vielleicht noch. Naja, das ist ja nur gelb. Da oben ist einer. Und da ist wahrscheinlich noch einer. Und da ist einer. Dieser öffnet dich da oben. Tada! Das Spiel ist so gut. Es hat sich verfärbt. Echt? It's red. So. Dein Energy Drink ist rot geworden. Wow! Hast du gut gemacht. Ja, ne? Ich weiß noch bei der Before Mittag, wie du bei Wind Waker immer runtergefallen bist. It was so Peter. Achso, die Blöcke gehen kaputt. Verstehe die Problematik. Way. Das ist ein Vorteil hier, ne? Mhm. Muss nicht warten, bis die Bombe. Wow! Ist das gesehen? Flüchtender Geist. Wir jagen euch hinterher. Liebe Fangemeinde, jetzt kommt der Überkracher schlechthin. Was ist denn hier unten? Kommen wir auch noch lang. Hier ist nichts, was sich upgrade-mäßig anhört. Jetzt machen wir diesen Geist in den Gar aus. Oh, die Pflanze qualmt sogar noch. Oh mein Gott. Schön. Lens Flare. Ei. What a joke, oder? Sonnenhof und stockdunkel. Ja, nur wegen der Geister. Das sind wahrscheinlich wirklich so Spektralgeister wie bei Ghostbusters. Die absorbieren einfach mal alles, was drumherum abgeht. Läuft der noch? Ja, der Bildschirm ist noch ausgegangen. Achso. Aber da ist eine Festplatten-LED, die blubbert ab und zu. Das bedeutet, wir nehmen noch auf. Das heißt nicht, der defragmentiert oder so? Nein, nein. Also der Rechner, solange er nicht die ganze Zeit livestreamen muss mit vier verschiedenen Kameraperspektiven. Was haben wir denn hier? Ein Artifact! Eins nach dem anderen. Läuft der Rechner stabil, wollte ich sagen. Da. Siegespose. Yes! Welken! Dies ist das Artefakt des Ursprünglichen, das vierte von insgesamt 12. Wow. Ka-ching. Yeah. So, jetzt suchen wir uns den Weg zu den Minen. Nee, eine Mine. Mine! Nee, nicht Mine, Mine, nicht Mine. Was ist denn da unten noch? Da ist noch was blau. Ja, da können wir nicht hin. Warum nicht? Da kommen wir her. Wir müssten da hinten einmal rüber. Haben wir eigentlich mal die Zeit genommen? Schauen wir hin. Einmal rückwärts. Nein, wir wollen heute pünktlich bei 5 Minuten Schluss machen. Bei 5 Minuten? Ich glaube, das haben wir verpasst. Verdammt. Dann nehmen wir halt die 30. Echt? Willst du nur 30 machen, ja? Ja, hast du recht. Ja, 30 Stunden. Ach so. Mein Gott. Du könntest an der Kamera mal schauen, wenn du das Display drehst, dann zeigt er dir nämlich auch die Zeit an, während ich hier zurückrolle. 22 Minuten. Jo. Wir haben noch 7. So, dann geht's hier komplett rüber. Einmal nach unten und rechts. Geister! Oh mein Gott! Spätestens jetzt fängt der Jingle schon an zu nerven an. Ja. Wenn man das Spiel neu spielt. Das war falsch. Da ist was zum Durchrollen. Das war falsch. Geh doch mal da hin. Vielleicht können wir da ja hin. Nee, ich wollte ja ganz woanders. Ach hin. Nee, das ist dieser Raum, wo das Lava ist. Ja, ne? ja, genau. Da war er am Flitzen. Ja, Flitzer. Flitzer sind die nackten Leute beim Fußball, ne? Richtig. Die übers Spielfeld laufen. Hier ist einzig Lust an Fußball, wie die Leute dann alle so reagieren. Oh mein Gott. What happened? Einmal da hinten rüber. Er macht das, was ich nicht schaffe. Let's flitz. Hills! Springen. Ich sag ja, besondere Delikatesse am Münchner Ich höre etwas, was du nicht hörst.
Ich höre auch was. Dieses Geräusch sagt immer aus, dass hier irgendwas ist. Mach dich zum Ball. Die hatten wir bestimmt schon mal. Die hatten wir schon mal, ja, gehe ich auch von aus. Na gut, jetzt haben wir sie jetzt. Ist ja auch. Ist auch kein Ding. Mir ist wurscht. Zack. 110 Raketen schon. Wenn man bedenkt, es fehlen auch nur noch vier Energieschränke, glaube ich. Kann sein, ja. Und man glaubt es gar nicht. Man denkt so, boah, guck mal, wir haben schon 10 Stück oder was? 5 tatsächlich. Wir haben schon 10. Dieser Sound. Wir haben schon 10 dieser Energiedinger. Und dann fühlt sich total sicher. Denkst du, ich kann ja gar nichts passieren. Na. Aber wenn dann so ein Zwischengegner kommt oder sowas, dann bist du ratzefatz, bist du an dem letzten Energieschrank und denkst so, huch. Ja, ja, klar, weil du ja zuerst mal herausfinden musst, wie besiegst du den und so weiter und so fort. Gut, sie haben es ja hier in der Wii-Version entschärft. Sind die eigentlich schon mal gestorben? Nein. Hm. Für ein Achievement, also einmal spielen ohne zu sterben. Das weiß ich nicht. 20 Gamerscore. Oh mein Gott. Verriegeln die die Türen? Nein, zum Glück nicht. Lass mal weitergehen. Die sind ja auch noch. Ach, schon wieder! Verdammt! Dann kommen wir jetzt halt nochmal! Siehst du? Jetzt kannst du ja oben alle Dinger aufmachen, ne? Jetzt machst du das Eisding ja nicht. Ja. Also ich kann auf jeden Fall einen mehr aufmachen jetzt. So, das Problem, die verziehen sich so und dann kommen sie erst wieder und. Wow, das war aber knapp. Ja, ich hätte auch gedacht, du triffst die Kante. Alicante. Links oben. Achso. Ich dachte, da wäre was gewesen. Ich dachte, da wäre was gewesen, Dude. Yo, Dude. Hier hoch, Dude. Ach ja, ach genau, einen weiteren. Stimmt. Stimmt ja. Jetzt baut er sich wieder um hier. Jetzt gibt's wieder. Reagenzglas-Action. Ja, genau. Aha, eine interessante Konstruktion. Eine Party steigt in Agrabah. Wer weiß, aus welchem Film das ist? Wie viele? 10. 10. Ja, ich habe auf die 10 eingefahren. Ich kann mich besser überblicken. Es geht jetzt ab. Oh! Gerade noch von gesprochen. Ja, schon gefunden. Schon gefunden. Wie geht's hier wieder raus? Da ein Loch. Way. Wieder zurück. Gut, ne? Gut, so viel hat uns das jetzt. Ja gut, ein Energieschrank, immerhin. Ja, ja, ist doch cool. Man sieht, ein Feld ist noch, was wir noch aktivieren können. Wo uns aber wahrscheinlich, dadurch, dass wir die anderen ja alle mittels Waffen betätigen müssen, wahrscheinlich wohl noch etwas fehlt. Eine Waffe fehlt, ja. Eine Waffe fehlt. Also es gibt wohl in diesem Spiel noch eine Waffe. Waffe gibt es. Zu finden noch. Gibt. Eine Waffe. Es gibt ja viele Leute mittlerweile da draußen. Voll. Hallo! Was denn? Wenn ich in den Tunnel gehst und plötzlich dieser Vogelkopf dich anguckt. Ey, machst du in die Hose. Das ist voll die Zustände. Das ist doch voll der Zustand hier. Dieser Frosch, ey. Der zwinkt ja. Was ist denn jetzt passiert? Er hat versucht, mich zu packen. Das ist, ich sag ja, das ist echt ein Scheißleben. Vor allem, der hockt schon seit, sagen wir mal, 1000 Jahren in dieser verwesten Höhle. Hm. Denkt sich endlich was zu fressen. Ja, armer Kerl. Ja. Oh, guck mal, da hätten wir auch was. Die große Wandellade. Sollen wir da mal hingehen? Mir ist gern. Da ist auch noch was Weißes. Wir noch mal gucken, wo die weiße Tür war. Nicht, dass die nur zu öffnen ist, wenn wir. Ja. Das da unten ist doch der Raum, wo du gerade warst, ne? Der Reagenzglasraum. Ist er das? Ja. Ja, das geht doch mal hier links. Ja, guck doch mal, auf welcher Höhe die Tür da ist. In dem Raum, wo wir hinwollen. Und just forget it. Ja, unten. Gut.
Ja, nicht, dass das jetzt nur durch diesen roten Button zu betätigen ist und die Tür am Arsch der Welt ist und wir laufen jetzt. Ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Aber ich lasse mich jetzt nicht von den Geistern großartig beeinflussen. Tatsächlich, da sind wir noch nie so richtig durchgegangen. Nee, letztes Mal hatten wir den ja noch gar nicht. Das ist höchstwahrscheinlich nur in Verbindung. Diese Lampe, guck mal. Eine Baulampe. Strahlt da irgendwas an, die waren das hier am. Es ist nur ein Durchgang. Am Reparieren, ne? Oder so. Es ist bloß ein Durchgang. Ach ja, hier waren wir schon mal. Das hätte ja sein können. Damn. Wir wollen ja alles mal gesehen haben. Only Abkürzung. Tada! Blöden Nervengeister, ey. Guck mal, irgendwelche Schüsse an. Ja. kriegst du zu viel, ne? Das ist voll übel. Toll. Von der. Ach! Ich hab's aber heute. Ich bin zum. Die haben mich zum Fressen gern. Ach, brauchst du die Frische gar nicht, wa? Das war hier? Nichts. Das sah gerade sogar aus. Oh. Hier haben wir einen Eisbeam gefunden. Stimmt. So. Östlicher Teil, südlicher Teil. Linker Kanal, rechter Kanal. Linker Kanal, rechter Kanal. Ja. Kann ich jetzt nach Hause? Way! Auf geht's. Ich bin bächtig stolz auf dich. Bächtig stolz? Bächtig. Bächtig. Prächtig. Bächtig, ja. Wunderprächtig. Ja, wir nähern uns dem ominösen Garten, oder wie der hieß. Das war jetzt der Sinn der Sachen. Einmal durch die Ruinen gehen. Damit wir nicht durch das Raumschiff wandeln müssen. So haben wir sinnvolle Dinge in den Ruinen gemacht. Wandel. Und hier ist der Garten des Lebens. Die wollen ja, dass wir da hingehen. Aber will das? Ich glaube, den Garten des Lebens, den schauen wir uns dann in der nächsten Episode an. Meinst du? Oder wollen wir es den Leuten jetzt noch verraten? Ich weiß es nicht. Meinst du, das hatte sonst keinen Höhepunkt? Na gut. Sonst bist du immer derjenige, der sagt, nee, wir machen noch weiter. Jetzt wollte ich auch mal derjenige sein. Das ist eine epic Mucke. Ja. Nee, ich denke, wir haben jetzt die letzten Episoden immer so überzogen und Metcon und Rip machen auch immer so lange. Ja gut. Ihnen kann man es nicht verübeln. Sie haben ja wirklich keinen Plan. Nee, das sag ich auch ja. So. Das war überhaupt jetzt nicht negativ, böse gemeint, nicht falsch verstehen, nur. Ich habe das jetzt nur an den Episodes gemessen und wir haben die letzten Male auch länger gemacht, als wir es sonst tun. Und ich denke, es ist keiner böse, wenn wir jetzt sagen, wir machen noch eine Minute. One minute noch. One minute remaining. I know what to do here. Guck dir das doch mal an, ey. Oben ist was, ne? Mhm, ich glaube auch. Missile-Container. Sowas aber auch. Großartig, liebe Leute. Absolut großartig. Was haben wir denn da? Der X-Ray-Visor. Danach könnte man jetzt theoretisch aufhören, weil jetzt ist wirklich hier voll der Höhepunkt. Naja. Das, meine lieben Damen und Herren, ist das, was jeder Mann haben will, wenn er durch die City läuft. Körperscanner am Flughafen sind ein Witz dagegen. Das ist der X-Ray-Visor. Ja, passt mal auf. Tada! Jetzt können wir den Piraten auf seine mit Herzen verzierte Unterhose gucken. Ja, und wir können vor allem die Geister jetzt permanent sehen und wir sehen, dass hinter diesen Wänden nichts ist. Da ist noch was.
Hier muss irgendwo ein Durchgang sein. Super Bomb. Tada! Nanu, der Garten des Lebens ist ja doch etwas größer als erwartet. Guck mal, jetzt bewege ich mich außerhalb der Karte. Awesome. Hier geht aber wirklich nur so auf kurze Distanz, ne? Ja. Da muss man schon. Also zum permanenten Rumlaufen. Ist ja nicht so sinnvoll. Und mit ihm kann man. Aber ich finde, der sieht ja grafisch richtig klasse aus. Super toll gemacht, ja. Voll gut. Man kann hier durch die Wände sehen. Man kann einiges damit entdecken. Unsichtbare Geschöpfe sehen. Ja. Ja, die Geister halt, ne? Kann sie permanent verfolgen. Ja, noch ein bisschen Ball-Action. Das ist mein Garten des Lebens hier, ey. Einsame Spitze, Spielwiese ist das. Nein. Warum ich das gesagt? Jetzt muss natürlich zeigen, dass der X-Ray-Visor, dass der was kann, ne? Das ist wie bei, hast du es gesehen, eine Skeletthand? Ja. Der Hammer, ne? Müsst ihr mal darauf achten, wenn sie ihre Hand hochnimmt, dann dadurch, dass man ja den X-Ray-Visor sieht, sieht man die Knochen, ja. Sieht man die Knochen von der linken Hand. Rechts. What happened? Das ist so gut gemacht, dass die Musik wieder einsetzt. Einsame Spitze. Jetzt umdrehen und dann. Der Weg zurück. Aber ich habe gerade noch was gehört. Ja? Ja. Ich glaube, hier gibt's noch was. Wir beenden jetzt diese Episode hier mit der Suche nach etwas, was der Daniel vielleicht gehört hat. Gedacht, dass sich unter dem Wasser ein weiteres Relikt befindet. Einsame Spitze, oder? Aber lass noch mal gucken. Wo haben wir es? Muss ich einmal so? Das sind ja die wir. Höllische Glut Magmors. Haben wir schon. In einem der entlegensten Winkel Talons befindet sich ein Garten des Lebens. Dort ist eine Säule unterhalb der Wellen freizulegen, um das Artefakt der Shoso-Kultur bergen zu können. Ja, ne, hätten wir das jetzt nicht hier gefunden, ja, hätten wir nachher da reingeguckt und wären dann unter Umständen drauf gekommen, ja. Man muss mal halt wirklich durch die Map schauen und immer diesem Geräusch lauschen von den Items. Also das sind die Tipps, die ultimativen Tipps, die man den Leuten mitgeben kann. Shoso Artifact. Yeah! Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Episode 13 in the house mit uns beiden hier. Daumen hoch. Yes!